Was für ein Diamanten sie. Das hatten wir schon. Oh, damit willkommen zu einer weiteren Folge. Turmoil! Mit mir, dem Terminus. Ich habe gestern erst die ersten 4 Folgen aufgenommen, aber ich habe einfach Bock weiter zu spielen. Wir brauchen den Bohrer. Relativ dringend. Und dementsprechend werden wir darauf jetzt sparen. Habe ich, glaube ich, auch gesagt in der letzten Folge, dass wir sparen wollen. Müssen. Wie auch immer. Ich habe ein bisschen einen Unwillen, jetzt Scheiße zu bauen. Aber wie ihr mich kennt. Ich habe geteilt, dass Left Ink nicht unter 79 geht, oder? Das weiß ich noch. Ist ein Tag her. Ich habe mir das gemerkt. Ich am Arsch, das hättet ihr nicht gedacht. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich mir Dinge merke. Okay, Prinzessin hat was. Okay, Prinzessin hat was. Trifft das? Das wäre super nice. Und wenn ich jetzt noch mal ein Stück tiefer gehe. Währenddessen in der Heldenhöhle buddel ich mal 2 so Dingers. Oh mein Gott, wo ist das? Ich meine, ist ja geil, dass das so riesenscheiße groß ist. Das gefällt mir ein gutes Stück. Aber jetzt gibt's schon Felsen. Oh, jui. Wir brauchen das ziemlich bald. Hey. Tut das nicht. Die Felsen, da kann ich halt nicht durchbohren, bis ich das Upgrade habe. Und selbst das kostet dann nochmal, kann ich einen Bohrturm upgraden. Mit 750 oder so, ähnlich wie die Kutschen. Und dann sagen, okay, ihr könnt jetzt durch Felsen bohren. Habe ich ein Problem hier? Krass. Ich will nicht auf Felsen stoßen. Das ist super ärgerlich. Aber was soll ich tun? Ja! Das ist schon weniger super ärgerlich. So. Bauen wir nochmal. Hier geht es sogar hoch. Das ist recht angenehm. Und wir holen uns nochmal 3 lustige Freunde. Und hoffen, dass sich die Probleme lösen, die wir haben. In dieser Welt. Zum Glück sind hier gleich relativ große Ölvorkommen. Das ist so ein bisschen mein Glück. Ich könnte versuchen, da rumzubuddeln, aber manchmal sind die Felsen einfach riesen scheiße groß und habe ich keine Chance. Und das ist ärgerlich. Darum hoffe ich einfach auf andere Ölvorkommen. Kinder. Wie wär's mit Öl abholen? Ne? Cool? Ja, weiß nicht. Okay. Die finden nichts mehr? Also er hat was, das weiß ich, aber das ist ja bisher jetzt alles unhilfreich. Ne, um den Felsen komme ich nicht rum. Da komme ich nicht dumminum. Die anderen finden nichts mehr. Am Ende wird sich zeigen, dass der Felsen irgendwie hier aufhört und ich super easy drum rum könnte. Aber das kann ich nicht wissen. Das kann ich nicht wissen. Tatsächlich muss ich jetzt gucken. Rot, die geht runter. Dann gehen wir zu Grüni, Blaui. Ich kann meine Farben. Ich war im Kindergarten. Irgendwann mal. Lass mich einfach gucken, wann Rot hochgeht. Ob Rot hochgeht. Wir haben kein weiteres Öl mehr gefunden. Da ist irgendwo noch welches. Wahrscheinlich riesenscheiße groß auch, aber kann ich natürlich nichts machen. 6, 7, 8, 9. Alle drin. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Und ich brauche so viel mehr Geld, um diesen Scheiß zu bekommen. Okay. 1 Dollar zu 90 Cent. Sekunde. Jetzt noch mal ein bisschen Hofhille. Auf nach Blauland. Da kriege ich nicht so viel. Hier ist gar nicht so viel Öl. Das ist zwar 2 große Vorkommen, die ich habe abschöpfen können, aber
im Endeffekt war das dann gar nicht so erfolgreich. Ich kann jetzt noch warten, bis das leer ist, wann auch immer das ist. Und ich denke, mit dem Pferdchen habe ich auch gut gehaushaltet. Mit 4 hätte ich es möglicherweise nicht geschafft. Und wenn ein Tropfen Öl verloren geht, ist das halt extrem teuer. Was mache ich hier? Nicht drauf achten, was ich tue, mache ich hier. Da ist es alle. Das heißt, ihr lutscht das jetzt noch leer. Verkaufen! Komm, bevor es unter einem Dollar ist. Und 666. Ja, ist ziemlich ähnlich, genauso wie ich das erwartet habe, aber da rumzubuddeln. Hätte sich natürlich gelohnt für das Öl, aber kannst du nicht viel machen. Lass sehen, wir können uns... Da, guck mal, die Steine haben sie komplett auseinandergenommen. Komplett auseinandergenommen. Wir brauchen den Bohrer. Aber deswegen holen wir jetzt erstmal Land. Und schauen, wo war ich? Da gab es sogar Diamanten bei mir. Aber was soll man machen? Kann ich natürlich nichts. Kann ich nicht riechen. Ich bleib hier bei meinem Schädel. So, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall den Bohrer. Weil das Öl, das brauchen wir irgendwo, habe ich gehört. Wir haben immer noch mehr als Daisy. Guck, vergleichen wir das mal. Ich habe... Sie hat 2, ich habe 6, 7, 8. Ich habe 4-mal so viele Upgrades und mehr Geld. Die hat komplett reingeschissen. Die haben beide noch gar nichts, die sparen nur. Aber das heißt, mir geht's gut. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob Lefty oder Righty mir ein Angebot machen. Müssen wir mal damit leben. Vielleicht benutzen wir halt wieder Silos diese Runde. Aber ich habe halt auch kaum Geld, um mir irgendwas Vernünftiges zu leisten. So. Sucht meine kleinen Kinder. Ja, bitte. Danke. Finde ich geil von dir. Wenn du jetzt noch was in der Nähe findest, wäre ich nicht sauer. Oh, das war früh. Wir bauen einen Wagen, weil sofort einen Wagen haben ist immer gut. Dann buddeln wir hier rüber. Als nächstes hätte ich gerne einen Scanner, aber da müssen wir extrem viel sparen. Ich mag das nicht, dass das bei beiden jetzt runtergeht, wie doof. Das ist nicht praktisch. Leute, ich brauche das. Wenn jetzt ein Felsen kommt, habe ich Arsch. Ich baue mir mal ein Silo, weil zu den Preisen verkaufen ist doof. Ja, immerhin getroffen. Das ist schon mal was. Ein zweiter Wagen wird nichts bringen, der rennt jetzt nur hier hin und her. Aber ich brauche einen zweiten Wagen höchstwahrscheinlich. Irgendwer müsste halt wieder über 70 gehen, so kann ich nicht verkaufen. Gehst du hoch? Hab ich Zeit? Cool. Ich habe gerade kein Geld für gar nichts. Das Silo füllt sich aber nicht so schnell, weil wir nur 2 Pferdchen haben. Also ist okay soweit. Ich glaube, ab 70 schicke ich ein Pferd zum Verkaufen, dass das Silo nicht überfüllt. Das ist gerade ein sehr langsamer Start. Ein Pferd geht rüber. Man sieht da an den Wegen, wo sie hinwollen, das ist ganz nett. Und wenn es höher geht, schicken wir beide Pferdchen hin. Sogar würde ich sagen, jetzt dürfen beide dahin. Dann bauen wir nochmal einen Ölturm da drüben und gucken, was abgeht. Oh, für einen Dollar. Das ist Geld und Geld ist gut, habe ich mal gehört. Ich werde auf der Höhe nichts finden. Wobei der war der Zweite, der was gefunden hat. Heißt aber leider nichts. Geld, 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 Geld. Da ist es. Groß, bitte. Oh.
Kinder, wir haben was Großes gefunden. Ist geil. Was aber auch heißt, ich brauche jetzt wieder Wägen, weil es wird mehr gepumpt. Oh, ich brauche Wägen. Wir machen 5. $1 ganz viel ist viel. Damit kann ich zufrieden sein. Dann würde ich sogar die Wägen gleich mal verbessern. Und das war's dann für den Rest des Spiels. Wobei, erstmal hier wieder Leute laufen lassen. Ich meine, 90 ist gut, aber 1,37 ist doch ein gutes Stück besser. Oh, du hast schon was gefunden. Das ist jetzt sogar unpraktisch. Und genau da steht natürlich mein Silo. Na, wir finden das. Wir finden das und werden den Arsch voll reich. Und hoffentlich finden wir ja nicht zu viele Steine. Weil das kostet was, 57, habe ich gewusst. Bin so smart. Tut, tut. Getroffen. Bin ich nicht toll. Wir können darüber. Findet ihr noch was? Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Was brauche ich dringend? Den Scanner könnte ich mir holen, der ist gut. Mehr Tiefgang für meine Freunde ist nicht schlecht. Aber naja, müssen wir jetzt gucken. Über 80 ist gut. Wir haben halt ein Silo. Ich muss nicht unbedingt unter 80 gehen. Vor allem, weil es halt bis Dezember geht. Wir werden das alles sehen. Ich kann jetzt mal wieder das X. Gib mal Gas. Unter 80 will ich nicht, habe ich gesagt. Macht mal nicht. Baue ich einfach gleich noch ein Silo. Silo-Upgrades könnte ich mir auch mal holen, der müsste ja recht billig sein im Vergleich. Oh, die Preise drücken sich aber gerade ganz schön. Ich muss gucken, ob ich noch ein Silo baue. Die gehen gerade gar nicht um 26 Cent. Nee. Geh mal wieder hoch, bitte. Ich muss halt aufpassen. Ich will auf keinen Fall, dass irgendwas überläuft. Dann nicht cool. Nicht cool. Könntest du mal bitte ein bisschen schneller die Preise wieder erhöhen? Wenn du das Öl haben willst, dann solltest du was dafür tun. Ich muss jetzt los, sonst überläuft alles. Geld, 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 Geld. Rennt! Ich werde euch nicht upgraden, weil wir nicht mehr Öl bekommen. Das leer wird, kann ich hier rüber ein Rohr legen. Oh, über einen Dollar. Damit kann ich was anfangen. Da kriege ich Geld rein. Und wir haben noch eine gute Ladung Öl zum Verkaufen. Ich kann mir jetzt natürlich Pferde holen, um alles schnell zu verkaufen bei dem guten Preis. Aber irgendwie... weiß nicht. Lohnt sich das vielleicht schon? Bevor es wieder ganz runter geht und ich bis Dezember keinen guten Preis mehr bekomme. Kann natürlich sein. Du bist fertig. $1,44, was fürs... Haben wir irgendwie eine Knappheit oder so? Da verdiene ich ja ganz gut. Ich bin immer froh, wenn ich über einen Dollar bin, weißt du? Aber anderthalb Dollar? Ist crazy. Ich weiß gar nicht wofür. Fürs Liter? Für ein Fass? Und wie viel Fässer transportiert eine Kutsche? Das ist alles nicht so genau angegeben. Ihr sollt X drücken. Weil gerade passiert nichts. Sorts mit X war wohl nix, ne? Pass auf, 17. Gehen wir doch da drüben verkaufen, ne? So, da ist alles leer. Ich weiß nicht, wie weit es hier noch geht. Viel kann es aber tatsächlich nicht mehr sein, denke ich. Nichts, wo ich mir drum Sorgen machen sollte. Preise gehen wieder runter. 80 will ich nicht. Dann warte ich einfach. Nee.
Wie viel Öl kann da noch kommen? Ich habe Zeit. September. Wir gehen bei 45 rüber. So. Wird verkauft. Wie viel kann da noch in dem Loch drin sein? Wir sind bei Oktober. Und da sauge ich ja doppelt seit Ewigkeiten. Wie viel Öl ist das? Ich habe mir auch überlegt, hier noch rüber zu ziehen, aber das kann ja gar nicht, das kann doch nicht mehr so viel sein. Halt. Er kann doch nicht. Ich habe die dickeren Rohre, ich, Smart Boy. Ich hatte schon lange dickere Rohre genommen. Fuck, jetzt ist es zu spät. Das war dumm. Ich weiß nicht, wie tief das geht. Wie viel Öl ist da drin? Ich habe voll vergessen, dass ich die dickeren Rohre habe. Leck mich am Arsch. Das kann doch nicht. Ja, das müssen wir jetzt ausspielen. Ich hätte ewig viel früher dickere Rohre machen müssen. Hätte ich gewusst, dass da so viel noch drin ist. Ja, alles verkaufen. Jetzt noch horten, gibt nicht so viel Sinn. Fast leer. Aber ja, hätte ich ein dicker Sorge gemacht, hätte ich sogar das leer gekriegt. Scheiße. Ich meine, 33.000 ist gut, aber es hätte auch perfekt sein können. Hätte ich nur dran gedacht. Hätte ich nur dran gedacht. Apropos 33. Nicht so schlecht und so. Land, los. Das ist doch ein recht gutes Land, wirklich. Ich bleib bei meinem Schädel. Bam. Was wollte ich? Den Scanner. Ja, den will ich. Kann ich mir leisten. Oh, das ist gut. Dann kann ich mir den Scanner nicht leisten. Aber das ist viel Geld. Keine Silos muss ich bauen. Dann kann ich mir den Scanner beim nächsten Mal vielleicht holen. Und jetzt erstmal größere Silos bringt aber in dem Fall nichts. Dann sparen wir für den Scanner. Dann sparen wir für den Scanner, ne? Einer geht die Folge noch. Los geht's. Tut, tut. Okay, ich kann pausieren auf gleich. Fuck. Warte mal, ich mach mal kurz Alt F4. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wir sind jetzt hier, wir haben uns nicht... Was denn überhaupt gekauft? Da, okay. Okay, alles gut. Wir haben das Land gekauft, aber nicht das Upgrade. Gar kein Problem. Nicht RD. Alter. Erstmal hart Scheiße bauen. Okay, wir haben das bei Right Inc. wie es aussieht gekauft, weil das ist nicht bei 95? 97? Irgendwas hohes. Also Right Inc., ihr seid meine Männers. Ihr nehmt mir mein Geld ab. Ja, wo? Ja. Da drüben finde ich sehr unpraktisch, wenn ich hier größtenteils verkaufen will. Aber ihr findet dafür gleichzeitig... Oh, das ist näher, das gefällt mir. Wo ist it? Junge. Da sind Felsen. Nicht angenehm. Nicht angenehm. Ich sollte einen Wagen setzen. 94. Ich kann bis da runter und dann müsste ich das Felsen-Upgrade kaufen. Mal Felsen-Upgrade kaufen. Okay. Verkauf mal da bitte alles. Dann gehst du hier rüber, weil das ist ein bisschen mehr, ne?
Da brauche ich auch keinen zweiten Wagen unbedingt. Erstmal. Ah, das mit den Felsen ist jetzt doof. Darf ich nicht weiter bohren? Findest du das etwas höher? Das wäre ganz nett. Ist jetzt natürlich alles doof. Ich find's nicht. Das ist dann dementsprechend wenig Geld, was ich mache. Und ich muss aufpassen, einen zweiten Wagen kaufen zu können. Gib mir mein Öl. Das gibt doch nicht. Wir suchen hier weiter. Weil wenn ich hier tiefer gehe, brauche ich wahrscheinlich auch noch das Ding. Das ist alles unpraktisch. Gleich muss ich einen neuen Wagen kaufen, weil es hier einfach nicht mehr so billig ist. Ach, kack jetzt, ne? Noch ein Wagen. Da können halt jederzeit auch Felsen kommen. Nicht ernsthaft, genau hinter einem Felsen, ein Pixel. Aber ich weiß zumindest, dass es hier ist. Hammer Arsch. Aber so ist das jetzt. Geil. Gas. Ich will das haben. Nicht so cool. Nicht so cool. Oh, das geht sogar höher. Das ist nett. Scheiße, ich habe halt nicht so viel gerade. Einfach mal so tief wie geht. Was finden wir? Einen Stein. Der fördert nichts mehr, wir haben nichts mehr. Leck mich. Das lutscht da jetzt doppelt. Das ist aber auch ein relativ kleines Ding, muss ich sagen. Mit meinem Geld sieht es gar nicht so gut aus. Ich gehe da gleich mal 300 runter. Wobei, wenn dann Felsen kommen und ich hau dagegen. Machen wir mal nicht. Ich brauche den Scanner, dann könnte ich auch gucken, wie groß das ungefähr ist, um zu sagen, okay, breite Rucke lohnen sich. Aber wir sind erst im Mai. Alles ist Töfte. Du hast noch was gefunden da unten. Erzähl mir mehr. Ich sehe Steine. Nicht sicher, ob ich dir da glauben soll, ehrlich gesagt. Jungens. Da ist auch Öl drin, ne? Ihr holt das schon ab. Ich mach mal... Wie wegen größer ist... Das ist gerade alles schlimm. Da könnte ich jetzt jederzeit gegen einen Stein stoßen, aber ich krieg das Öl. Das sieht aber nicht zu groß aus. Ich werde trotzdem mal ganz frech das hier machen. Wenn ich hier nochmal runterbohre. Da ist nix. Erzähl mir doch keinen Schmudelpudel. Okay, ich mach mal das Upgrade, weil das hier ist jetzt doch ein bisschen flott. Das ist leer. Unangenehm. Und ich weiß nicht, wo Hans-Peter hier was gefunden haben will. Das könnte halt auch irgendwie verzweigt sein. Das weißt du ja nicht bei den Karl Ottos. Wir müssen auf den nächsten Monat warten und hoffen, dass dann tief genug ist, dass wir es finden. Wenn nicht, dann nicht. Oh oh. Schön drauf achten. Ihr müsst das Öl da schon auslutschen. Beide?
bitte was. Das halte ich jetzt mehr oder weniger für Verarsche. Aber hier ist was. Und da ist was. Aber das sind relativ kleine Pockets, glaube ich. Und deins ist immer noch da unten, sagst du? Ich sehe hier was. Pass auf. Weil ich sage, dass sich das lohnt. Zieh mir da jetzt gut Öl raus. Ich mache sogar hier noch. Weil wir wollen ja fertig werden. Das kostet jetzt gut was. Aber ich will halt Öl. Und ich weiß, der lohnt sich nicht, aber das ist eine kleine Tasche. Die müsste ja leer werden mit der Zeit. Vielleicht mache ich das sogar noch so. Einfach um zu gucken, ob sich das besser verteilt. Hey! Kinders, jetzt aber hier, ihr habt große Wägen. Vielleicht wollt ihr noch größere Wägen? Ne, damit sind sie nur schneller. Jo, da pumpe ich viel Öl. Okay, zwei dicke Stränge ist viel, wie es aussieht. Panik. Aber hier wird es gerade leerer. Alles gut. Jetzt fängt es wieder an. Ich will halt echt nicht, dass da was spillt, weil das kostet so unglaublich viel. Ein Wagen kriegt das kaum von dem Timer weg. Ach du Scheiße, das ist gruselig. Ich will halt echt nicht, dass das... Nee. Mein gutes Geld. Da drüben sind wir fertig. Das heißt, die rennen jetzt nur noch zu den beiden hier. Weißt du, 1,5 und trotzdem verkauft da keiner, weil es da drüben einfach so viel besser ist. Noch. Wieso holt da eigentlich keiner mehr Öl raus, weil die hier die ganze Zeit weiter oben sind. Aber der ist jetzt alle. Die werden auch gleich alle. Währenddessen sind die Preise immer noch nicht umgeschwungen. Aber es wird. Allerdings will ich das Land auch relativ früh jetzt verkaufen, deswegen kümmere ich mich da nicht mehr drum. Ja, verkaufen wir das Öl und dann sind wir raus. Und wir verkaufen es zu einem höheren Preis als links. Fertig. Was war noch? Nichts. Alles klar. Gut. Pachterstrang 500, 1000, das ist weniger als vorhin, wo wir mit den Felsen nichts bekommen haben. Die haben mehr Geld gemacht als wir und trotzdem haben wir gut das Doppelte. Dafür war die Folge jetzt relativ lang. Falls euch die Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, wenn sie beim nächsten Mal wieder. Discord-Link in der Beschreibung, Terminus raus. Bis dahin und tschüss.